Das größte Problem, das wir haben, sind die Schafe. Die Bürger eures Reiches verehren euch. Ein Denkmal soll eure Stadt zieren. Letztes nehmen das Erste. Bürger. Das waren 450. Können aber auch mehr gewesen sein. Es ist eine Weile her, dass wir das letzte Mal diese Problematik hatten. Oh, Sekunde. Was schauen. Okay, so und so. Jetzt können wir. Wie viele Bürger haben wir? Das waren die 450. Dann, erster Schritt. Stopp. Zweiter Schritt. Stopp. Dann, Kamera drehen. Diese Ketzereihe beseitigen und eine Tieferzmine ransetzen. Wir sind zu pleite. Wir geben erst mit dem Schub und warten, bis wir Geld haben. Ja, wir sollten vielleicht bei unseren Schafen und künftig darauf achten, dass sie sich ein bisschen überschneiden, um Platz zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob die wirklich den ganzen Platz wirklich benötigen, um ihre 100% zu kriegen. Oder ob die da ein bisschen flexibler sind. Und zweite Werkzeugschmiede kann gleich gebaut werden. Ach, Kanonengießerei können wir schon. Wir warten, passt die perfekt hier rein. Aber dazu kommen wir noch. Für den Moment ist erstmal der Aufbau wichtig. So, nie wieder Werkzeug einkaufen. Kanonengießerei ist also auch nur 450 Bürger Sache. Das ist gut. Wir können die schon mal für die Zukunft hier hinsetzen. Aber stilllegen. Einfach damit wir sie schon haben und unseren Platz schön brav frei halten können. Können wir schon davon reden? Tabak. Ich bin ehrlich, ich denke, wir sollten da ohne weiteres, ohne zu zögern, die Sache hier ankratzen. Hier verschieben. Nee, wird nicht wirklich was bringen. Ich denke, wir sollten hier diesen Bereich durchaus ankratzen für die Tabakverarbeitung. Oder für die Tabakwaren. Weil. Nee, wir haben hier auch Platz, den wir nutzen können. Und hier könnten wir theoretisch auch noch was dazwischen schieben. Hier könnten wir noch weitere Stoffe erschaffen. Ich habe das Gefühl, dass Platz durchaus in Frage sein könnte. Und hier ist Platz für unsere Burg. Da können wir den Platz dafür benutzen. Damit wir jetzt eine besitzen. Reiter benötigen Schwerter. Schwerter können wir auch herstellen. Wir könnten eine Reiterarmee unterstützen mit ein paar. Wir könnten ein paar Kanonen losschicken, unterstützt von ein paar Reitern. Das ist das Problem. Diese riesige Masse an puren
lästigen Kanonentürmen überall. Wortwörtlich überall. Das werden wir erste Weltkriegszustände sein. Na, Tabak scheint auch klar zu kommen. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Und die tiefe Erzen, die funktioniert. Perfekt. Alles läuft wie geplant. Ich werde in eure Stadt einfallen. Ich werde sie niederbrennen und ich werde Ackerland daraus machen. Wir werden unsere Schafe auf euren Eingeweiden grasen lassen. Das ist ein bisschen blöd. Verschieben wir es. So und so. Und das hat nicht geholfen. Wenn wir das hier gesetzt kriegen, dann umfassen wir alles. Aber nur, wenn wir es so rummachen. Und dann verlegen wir das nach hier hin. So. Warum haben wir es nicht gleich so gemacht? Baumaterialien sind entzogen, ich weiß. Das liegt aber daran, dass ich weiß, unsere Tabakwaren das nicht überleben werden, wenn wir einen weiteren Bevölkerungsanstieg haben. Das bedeutet, wir kümmern uns zuerst mal darum. Wofür können wir diesen Bereich allerdings noch großartig benutzen, ist die Frage. Da könnten wir die noch ein bisschen freiräumen oder so freischaffen. Wir können die Schaffarmen verschieben hier. Wir nutzen das gerade nicht optimal. So nutzen wir es optimal. Und dann haben wir jetzt hier oben direkt den Platz für unsere Tabakplantage. Krabbeln wir in deren Gebiet hier rein, ist die Frage, oder nicht? Für den Moment unterlassen wir das. Das ist der falsche Pfad, den wir da reingezogen haben. Das hier wäre besser.
Da haben wir nämlich hier nachher noch Platz für, wonach uns immer sein wird. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Ja, die können sehen, wo sie bleiben. Schub. Wir haben auch die Hälfte unserer Bürger bereits zusammen. Also wir müssen die Stadt noch einmal verdoppeln gewissermaßen, dann haben wir, was wir brauchen. Also im Endeffekt diesen Bereich hier noch mitnehmen und der Rest ist dann einfach nur pure Wirtschaft, um den Bereich zu versorgen. So, Tabakwaren kriegen sich wieder ein. Ich würde außerdem sagen, dass wir jetzt Steinstraßen verteilen. Ziemlich einfacher Beweggrund. Da wir gerade auf eine sehr, sehr platzsparende Wirtschaft angewiesen sind, ist es wichtig, dass diese Waren schnell abgeholt werden. Damit sie schnell produzieren können und sich irgendwie einen komischen Warenstau verhindern. Das heißt, dass alles fließend läuft, ist sehr wichtig. Wenn die Leute sich entsprechend schnell bewegen können, dann ist das gut. Das heißt, zuerst einmal werden wir die Versorgungsgebäude anbinden. Wenn wir darauf warten, dass sich vernünftige Reserven ansammeln. Unsere gesamten Gebäude erstmal zum vernünftigen Produzieren kommen. Sobald das dann der Fall ist, dann ist es als auch noch mal ein Stückchen angenehmer. So, noch hier und dann finden noch theoretisch dieser Bereich und diese Straße hier unten. Ah, guck mal, wir wollen Sachen einkaufen, die in der Welt nicht existieren. Das ist doch typisch. Straße. Gut, unsere Wirtschaft ist mit Steinstraßen versehen. Das bedeutet, sie läuft um ein Vielfaches flüssiger. Das Einzige, was noch ersetzen müssen, werden die Brücken. Aber wir können die einfach so überbauen. Gut, keine Abrisse nötig. Hier hätten wir natürlich auch Platz gehabt, uns da was zu setzen. Hölzerne Wachturm benötigt. Können Kanonentürme angreifen. Wo brennt ihr? Das war eine Frage der Zeit, bis das passieren würde. Aber das hat sich gerade erledigt. Schub. Rauchschwaden ziehen durch die Gassen. Ein Feuer schwelt. Darauf waren wir gewissermaßen vorbereitet. Schub, habe ich gesagt.
Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Ja, das haben wir. Ich möchte mal schauen, wie unsere Versorgung jetzt funktioniert. Ob wir in viel zu große Überschüsse geraten. Tabakwaren halten sich. Nahrungsmittel gehen klar, Alkohol, klar, Stoffe erst recht. Kleidung werden wir nie wieder brauchen. Solange wir kein Bad aussetzen, müssen wir den Lünenleut auf Bürger kriegen. Das heißt, wenn wir das Badhaus nicht setzen, klappt alles. Wobei, ich glaube, ohne Kakao können wir nicht mehr über Bürger hinaus, kann das sein? Das heißt, wir könnten in Erwägung ziehen, das Badhaus zu bauen. Also bauen wir das Badhaus. Das ist wichtig. Mein persönliches Seelenwohl. Denn diese freie Stelle, die wir explizit freigeräumt hatten, es tut mir weh, wenn die nicht genutzt wird, wie die intendiert war. Haben wir Zugriff auf irgendwo einen weiteren Steinbruch, den wir irgendwo aufbauen können? Hier unten könnten wir. Was? Hier sollen wir einen Durchbruch machen. Können wir sogar eine Jagdhütte hier hinsetzen? Gut, sehr gut. Werkzeug schmieden. Weil wir gehen an die Grenze. Wir gehen so weit, wie wir die Leute versorgen können. Spielstand gespeichert. Also lassen wir lieber das Baumaterial zu und produzieren dementsprechend mehr Baumaterial. Und sobald wir es nicht mehr können, dann expandieren wir. Sobald wir nicht mehr weiterkommen. Dann expandieren wir, nachdem wir... Oh, Sekunde, das war... Vielleicht nicht das Intelligenteste, was wir jemals hätten machen können. Dann expandieren wir, nachdem wir alles mit Steinstraßen versehen haben, war, was ich sagen wollte. Du wirst verschoben. Wobei, noch kannst du arbeiten, noch sind wir nicht in diese Richtung weitergegangen. Chancen, dass wir 1000 Bürger mit dem, was wir haben, sogar erreichen könnten. Gut. Ich weiß natürlich nicht, ob sich Kanonentürme gegenseitig angreifen können. Wenn dem so wäre, hätte es einen gewissen Nutzen für uns, wenn wir hier ein paar Kanonentürme stehen hätten, die einfach hier drauf schießen. Dann einen Kanonentürme aus dem anderen zerstören würden.
einfach mehr Kanonen in mir reinstopfen, als die es können. Aber selbst das würde uns relativ wenig bringen, weil wir hier noch durch müssen. Wir können unsere Kanonentürme nicht in das gegnerische Gebiet reinsetzen. Der Reichweite her würden sie nicht reichen. Hat unser Gegner eigentlich eine Festung? Das habe ich bisher gesehen. Niemand hat gefragt, Vulkan. Nein, es funktioniert alles sehr gut hier. Da wir weder Gewürz noch Kakao liefern können, steigen die nicht auf. Was uns in einer vorteilhaften Situation verlässt. Wovon ernährt ihr euch hier unten eigentlich? Und zwei. Okay, ja, ihr habt definitiv mehr mit Rindern zum Arbeiten, aber unser Bäcker macht super Arbeit. Reiter sind eine gute Idee. Wenn für nichts anderes, dann dafür, um die Kanonentürme davon abzulenken, dass wir sie mit Kanonen beschießen. Weil unsere Kanonen, das wissen wir, sind nicht die hellsten Birnen im Schrank. Aber mit der Unterstützung von ein paar Reitern, die vielleicht einfach nur dafür existieren, wortwörtlich den Beschuss auf sich zu ziehen, werden wir keinen so hohen Kanonenverbrauch haben. Wir ziehen das in Erwägung. Hier ist auf jeden Fall der Punkt, wo wir durchbrechen müssen. Denn es gibt ansonsten nur diesen Weg und der ist elend von dem puren Engpass. Da kommen unsere Truppen niemals durch. Das ist der am weitesten geöffnete Weg. Alternativ müssten wir versuchen, mehrere große Kriegsschiffe zu bauen. So zwei oder drei. Und den ganzen Küstenstreifen damit auszuradieren. Drei große Kriegsschiffe müssten das hinkriegen. Wir können aber auch keine große Werft bauen. Also können wir das schon mal komplett vergessen. Dafür bräuchten wir nämlich durchaus die Kaufleute. Aber hey, weil es zu einer Stadt gehört, können wir dann auf die... Will, glaube ich, nicht wirklich wissen, weswegen wir auf die Straße drauf bauen können. Setzen Sie unten eine Werft hin. Wenn wir sie brauchen, auf gar keinen Fall. Aber wir wollen sie. Das ist Grund genug, sie zu besitzen. Wenn wir Schiffe bauen? Nö. Warum sollten wir Schiffe bauen? Brecht uns nichts. Was wollen die bitte machen? Unsere Gebäude angreifen? Ha! Unsere Stadt niederbrennen? In Schiffen? Dann bin ich unglücklich. Ah, hier unten braucht natürlich wieder Zugriff auf Bildung und was zu saufen. Also, hoch mit euch. Was ist unsere Versorgung? Die hält. Perfekt. So. Ich weiß, ich wollte das machen, nachdem uns wirklich die
Versorgungsmöglichkeiten ausgegangen sind, aber ich kann nicht widerstehen. Schon ein bisschen Vorarbeit zu leisten. Ich meine, es ist eben, was die als Städtchen stehen haben. Das können wir nicht auf uns sitzen lassen, dass die bessere Straßen haben als wir. Nehmt das, ihr Ostberliner! Wir haben auch Steinstraßen! Eure Stadt hat 1000 Einwohner erreicht. Ah. Kein Denkmal dafür, ich bin verärgert. Die Bürger eures Reiches verehren euch. Ein Denkmal soll eure Stadt. Mein Ärger ist beschwichtigt. Nee, ich darf es da hinsetzen. Ja, das als erstes sehen, was die Leute sehen, wenn die Stadt betreten. Dass wir die coolsten sind und hier gewesen sind. Okay, 1000 Bürger erreichen wir ohne Probleme. Ich bin mir absolut sicher, dass wir die 1000 Bürger ohne weiteres mit unserer aktuellen Wirtschaft versorgen können. Oder mit dem Platz, den wir haben. Das Problem ist, das reicht uns nicht. Eure Existenz ist ein Dorn im Auge. Jetzt fühle ich mich angegriffen. Setzt sich einfach so eine Burg in seine Schaffarm. Meinst du, das wird uns aufhalten? Ich habe das Gefühl, unsere Leute, unsere Verbündeten oder Ex-Verbündeten werden allmählich etwas nervös. Sollten sie auch. Die überschneiden sich nicht richtig. Wird schon passen. Coole. Naja, wir werden wahrscheinlich noch mehr brauchen. Öffentlichen Gebäuden. Aber wir haben die 1000 Bürger schon fast erreicht. Wir brauchen nicht mehr so viele Hütten. Schauen wir mal, wie weit wir mitkommen. So. Spielstand gespeichert.